das ÖFB-Team und der Traum von Brasilien. Vor wenigen Tagen geplatzt. Die Chance einer Qualifikation für die Fußball-WM 2014 hat die österreichische Nationalmannschaft verspielt. Trotz all dem ein guter Anlass, beim Dienstag der Steirischen Volkspartei mit einer geladenen Expertenrunde über die aktuelle Situation im österreichischen Fußball zu diskutieren. Wir sind knapp gescheitert. Ich glaube, die Leistung hat gestimmt, aber am Ende war sie doch zu wenig. Wir haben ja auch 1:0 geführt gegen die Schweden in der ersten Halbzeit, sehr gut gespielt. Dann ein bisschen im mentalen Bereich, glaube ich, haben wir da versagt, weil körperlich waren wir gut drauf. Es muss irgendwas in der Kabine und von der Kabine bis zur zweiten Halbzeit raus am Platz was passiert sein im Kopf, weil wir waren eigentlich von der Rolle zweite Halbzeit und das war eigentlich für mich ausschlaggebend. Eines darf man auf keinen Fall machen, man darf nicht erwarten, dass ein Spieler wie David Alaba eine Mannschaft zur WM führen kann. Es muss mehr ein Team werden und das hat mir ein bisschen gefehlt. Auch wenn es für die Qualifikation zur Fußball-WM 2014 nicht gereicht hat, man bleibt optimistisch. Ich glaube, der Trainer hat da sehr gute Arbeit geleistet. Wenn man die Entwicklung der Mannschaft anschaut, dann war sie sehr, sehr positiv mit Trend nach oben. Nein, am Teamchef liegt es mit Sicherheit nicht. Es fehlt noch ein bisschen an Qualität. Mit der Hoffnung, dass sich die jungen Spieler die letzten beiden Jahre dann in den nächsten beiden Jahren noch steigern werden, bin ich äußerst zuversichtlich, dass es dann klappen wird. Oft muss man nichts ändern vielleicht. Ja, das ist auch, weil die Erfahrungen, was sie bis jetzt gemacht haben, die alle gemeinsam, die waren wahrscheinlich wertvoll und aus denen kann man sicher was lernen und was mitnehmen für die nächste Qualifikation. Ich bin optimistisch, dass vielleicht diese Mannschaft, wenn sie beisammen bleibt, wenn der eine oder andere Junge noch dazukommt, Zukunft hat und dass wir dann in 4 Jahren nicht Weltmeister werden, aber sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren.